Also viele Zitruspflanzen eignen sich vor allem für Konfitürenherstellung und sind gar nicht frisch zu essen. Also alle, die mit diesen Sorten, die irgendwie mit der Bitterorange gezüchtet worden sind und so, die muss man zu Konfi verarbeiten. Aber die ist dann hervorragend, wenn man es richtig macht. Gibt es, wenn man jetzt Liebe geht, ja, Gartenliebe geht oder Magen, gibt es, wenn man jetzt das Essen, das Kochen und Pflanzen zusammen denkt, gibt es dort irgendeine Lieblingspflanze oder ein Lieblingsgericht? Ja, also natürlich dann schon die thailändischen Sachen, ja. wo man darauf angewiesen ist, dass man die Kaffeelimetten, Blätter dafür hat und auch die Früchte, die einen wunderbaren Duft verbreitet. Das passt hervorragend zusammen. Aber kein Mensch will alltag thailändisch essen, sondern man will immer wieder etwas anderes. Und dann kommen auch die anderen irgendwie in Genuss, dass man dann irgendetwas miteinander anfangen kann. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.